Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Foren News. Für alle, die sich jetzt wundern, warum sie mich hier sehen, Ingo hat sich endlich eine Webcam zugelegt. Sogar mit integriertem Mikrofon. So, und da ich das jetzt nun besitze, gibt es uns in Zukunft nicht nur wie vorher mit Ton, sondern mit Bild und Ton. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran. Als erstes Mal möchte ich mich beim Team bedanken für die netten Geburtstagsglückwünsche. Und Hatti hat wirklich den Vogel abgeschossen mit seinen Geschichts- und Reenactment-Nachrichten der besonderen Art und der Woche. Auch der Kuchen war sehr gelungen. Also daher danke an alle Gratulanten. Nun zum gegebenen Anlass mal was zum Thema Karneval. Karneval, jeder kennt es. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Aber um was handelt es sich nun bei diesem Karneval? Hier ein kleiner Bericht von mir. Als Karneval, Fastnacht oder Fasching oder auch die fünfte Jahreszeit bezeichnet man verschiedene Bräuche um die Zeit vor dem Aschermittwoch. In Ausgelassenheit und Fröhlichkeit und überschäumender Lebensfreude wird gefeiert. Diese Bräuche haben sich in zahlreichen Karnevals-, Fastnachts- und Faschingshochburgen mit spezifischen Eigenarten entwickelt. Ihren Ursprung haben die Bräuche in einer christianisierten Form der heidnischen Winteraustreibung, wobei der Bezug zur christlichen Fastenzeit entstand. Ein Vorläufer des Karnevals wurde bereits vor 5000 Jahren im Zweistromland gefeiert. Eine altbabylonische Inschrift aus dem 3. Jahrtausend vor Christus besagt, dass unter dem Priesterkönig Gudea ein siebentägiges Fest gefeiert wurde, und zwar nach Neujahr, als symbolische Hochzeit eines Gottes. Die Inschrift besagt auch, dass in diesem Zeitraum kein Getreide gemahlen werden durfte, dass die Sklavin der Herrin gleichgestellt ist. Sprich, alle sind gleichgestellt und es gibt keine Standesunterschiede. Hier greift zum ersten Mal das Prinzip der Gleichheit bei Festen, so wie wir es heute beim Karneval kennen. Aber auch in anderen Kulturen des Mittelmeerraums wurden solche Feste gefeiert. Meist standen sie mit dem Erwachen des Frühlings in Verbindung. In Ägypten feierte man ausgelassen ein Fest zu Ehren der Göttin Isis. Im Griechenland jener Tage feierte man ein Fest zu Ehren des Gottes Dionysos. Und die Römer feierten vom 17. bis zum 19. Dezember die Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturn. Das Fest war verbunden mit einem großen öffentlichen Gelage, zu dem jedermann aus egal welcher Gesellschaftsschicht eingeladen war. Sklaven und Herren tauschten zeitweise die Rollen und feierten gemeinsam. Myrten bekränzt, saßen sie zusammen bei Tisch, aßen und tranken nach Herzenslust. Sklaven konnten sich auch frei äußern, ohne Angst vor Bestrafung zu haben, und man überschüttete sich gegenseitig mit kleinen Rosen. So viel zum Karneval in der Antike. Karneval im Mittelalter. Im mittelalterlichen Europa feierte man zwar in Kirchen, doch besonders kirchlich waren diese Feste allerdings nicht gerade. Dieser Brauch der kirchlichen Narrenfeste ging von circa dem 12. Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Bei diesen Festen übernahmen die niedrigeren Kleriker meist die Rolle und die Privilegien der oberen Geistlichen. Kirchliche Rituale wurden parodiert und selbst ein Pseudopapst wurde gekürt. Am 28. Dezember, am Tag der unschuldigen Kinder, wurde oft auch ein Kinderbischof gekürt. Dies war in etwa dasselbe wie der Pseudopapst. In Prozessionen wurden die Bewohner der Städte an den Festlichkeiten beteiligt. Auch während der eigentlichen Karnevalstage waren Narren- und Eselsmessen sehr beliebt und weit verbreitet. Die mittelalterliche Fastnacht geht auf die augustinische Lehre vom Zwei-Staaten-Modell zurück. Die Fastnacht stellt also quasi den Staat des Teufels, Cavitas Diaboli, dar. Von der Kirche wurden besonders schlimme Fastnachtsfeiern als schlechtes Beispiel geduldet, um so zu zeigen, dass der Staat des Teufels vergänglich war und am Ende Gott doch siegen würde. Mit dem Aschermittwoch musste daher die Fastnacht enden, um die unausweichliche Umkehr zu Gott zu verdeutlichen. Wer im Mittelalter aber meinte, er müsse am Aschermittwoch noch weiter feiern, dem erging es schlecht, denn solche Leute wurden mit aller Härte und nachgiebig von der Kirche verfolgt. Der Karneval in der Neuzeit.
Mit der Reformation wurde mit einem Mal das vorösterliche Fasten abgeschafft und ohne das Fasten hatte die Fastnacht auch ihren Sinn verloren. Und so gerieten viele alte Bräuche zum Teil in Vergessenheit. Während die meisten Karnevalsfeste sich auf katholischen Gebieten finden lassen, kam es in den 1990er Jahren auch in den protestantischen Gebieten zu einem wahren Karnevalsboom. Und so führte man auch in diesen protestantischen Gebieten den Karneval wieder ein. Barock und Rokoko feierten die Adligen in ihren Schlössern zu Karneval ausgelassene Maskenfeste, während in den Städten vermehrt die Handwerkszünfte die Fastnacht ausrichteten, übernahm das im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere in der rheinischen Gegend, die Bürger. Da die Zünfte in Spätfolge der Französischen Revolution und mit dem Einmarsch der französischen Truppen unter Napoleon an Bedeutung verloren hatten, beziehungsweise aufgelöst worden. Das Bürgertum feierte zwar nach wie vor närrische Maskenbälle, die Straßenfastnacht war aber nahezu ausgestorben. So wurde zur Wiederbelebung 1823 in Köln eine neue Art der Straßenfastnacht gegründet. Der heutige Karneval, so wie wir ihn jetzt kennen. So viel nun zum Karneval. Ich hoffe, ihr konntet etwas mehr über die geschichtlichen Hintergründe des Karnevals erfahren und hattet auch bei diesem kleinen Beitrag ein wenig Spaß daran. An dieser Stelle möchte ich gerne noch ein paar Genesungswünsche nach Österreich schicken zu unserem Moderator Kalojan, der zurzeit etwas mit Schnodderseuche da niederliegt. Also gute Besserung! Des Weiteren möchte ich gerne nochmal auf unsere Buchhandelszone und unseren Marktplatz hinweisen. In der Buchhandelszone sind noch diverse Bücher günstig zu erwerben und manche werden sogar auch noch verschenkt. Man muss nur das Porto selber zahlen, aber das dürfte ja wohl das geringste Übel sein. Auf dem Marktplatz stehen noch einige interessante Sachen zum Verkauf, vom PC-Spielen hin bis zu DVDs. Einfach mal reinschauen, es lohnt sich bestimmt. Des Weiteren gibt es nun auch im Kochbereich unter den Rezepten den Bereich für Fastenrezepte zu finden mit dem klangvollen Namen Fastenspeise und Rezepte für Ersatzstoffe. Wünschen euch viel Spaß damit und noch eine Anmerkung von mir, übertreibt's nicht mit dem Fasten. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle nochmal auf den Kalender und auf den Chat hinweisen. Wenn ihr Termine habt, egal welcher Art, Veranstaltung, Workshop, was auch immer, für einen Kalender, was rein kann, her damit. Egal wo, wann, wie. Im Chat, wie der Name schon sagt, Chat, könnt ihr chatten, euch austauschen, austoben, wie ihr möchtet. Tut euch keinen Zwang an. Also. So, zu guter Letzt kommen wir nun noch zum Wetter. Schnee und Eis halten Deutschland seit langer Zeit in Atem. Und ich persönlich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann es den letzten Winter gab, der so heftig war. Also vorsichtig fahren, vorsichtig gehen und wichtig, warm anziehen. Und hier noch ein paar Bilder, die ich gestern bei mir auf dem Balkon gemacht habe. Ansonsten bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Februar und ich denke mal, wir sehen uns im März wieder. Bis dahin, euer Ingo.